Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Wir fahren unseren Drescher Richtung Hof. Alles später für die zukünftige Ernte, die noch ein bisschen dauern wird, ne? Aber wir bereiten wir schon mal alles vor, dass wir die Räte halt da haben. Dann haben wir noch ein John Deere da und zwei Schneidwerke. Einmal müssen wir aber mit Überladerwagen fahren. Beziehungsweise so ein Ding hier für Transporte. Mal schauen, ob wir sowas kriegen. Und dann wahrscheinlich mit dem Traktor fahren, ne? Wahrscheinlich. Weil die Dinge sind meistens zu kurz, die Deichsel, die Originalteile. Für den Drescher. Jedenfalls nicht für die großen. Mal schauen, ob wir was finden. So. Nummer 2. So, luftiger Platz hier. Genau richtig. Kann nicht rosten. So. Mal schauen wir gleich, ob wir so ein. Müssten sowieso mit dem Traktor fahren. Ja, nehmen wir den, ne? Der andere ist ja noch im Feld, ne? Wir werden hier nur andere Reifen raufbringen, ne? Also normale Reifen. Ja, bessere Bodenhaftung hier, ne? Leider haben wir so einen Sauberer hier, aber gut. Hier ist die Werkstatt. Na, nicht einsteigen. Ja, wie Reparatur oder so ähnlich. So. Reparieren. Kein Thema. Und. Breitreifen. Ja, 1000 Euro kostet noch. Das sieht schon ein bisschen besser aus, ne? Das ist der kleine Massey Ferguson, ne? Der große ist ja, hat er ja mehr PS, also deutlich mehr PS. Das heißt, wir werden jetzt ein Schneidwerkswagen kaufen für 12 Meter. Und dann werden wir versuchen, das Ding raufzulegen mit dem John Deere, glaube ich, der noch da. Die Lage soll, naja, der Rest fertig sein, aber das machen wir später. Auch jemand Schnee, ich habe hier einen Haufen zu liegen. So, auch zum Händler. Ja, mal sehen, was wir den draufkriegen irgendwie. Ist so einfach. Und das Geld geht zum Neige. Heute Nacht gibt ihr ein bisschen was. Und sonst müssen wir Holz machen. Holz, Holz. Aber drei Drescher brauchen wir, sonst kommen wir nicht klar auf Dauer. Ja, also für Raps muss man mindestens zwei haben. Für je Feld eins. Und dann das noch Weizen. Ja. Später hier Sonnenblumen. Wahrscheinlich Soja. Auf 60 werde ich auch Soja machen oder Sonnenblumen. Mal sehen. Hat gerade so. Ist nicht wie entscheidend, wo das hinkommt, sondern entscheidend, dass es reinkommt, ne? Zur rechten Zeit. Wird noch ein bisschen dauern, also wir haben ja gerade mal jetzt auf Winter, da ist die Aussaat noch weit weg. Am ersten Tag im Frühling haben wir auch nicht viel machen können. Feldmäßig, alle anderen arbeiten sicherlich schon. Da gibt es genug Arbeiten. Bäume fällen. Ist ein Vorbereiten alles. Dass wenn er spätestens irgendwann her Feld Nummer 12 fertige gedüngt kriegen mit Gärreste und dann nachher Gruppe, ne? Gruppe ist schon da und der hackt dafür auch. Und sobald der mit der Gärreste fertig ist, könnt ihr mir noch vorstellen, dass man 60 auch noch Gärreste aufbringen. Aber mal sehen, wie wir am besten. Kommt der Schnee jetzt weg? Spätestens morgen früh ist er wieder da. Heute Nacht gibt wieder Schnee. In Thüringen fällt übrigens viel Schnee. Regen an sich.
Also ein Niederschlag. Weiß nicht warum, aber ist halt so, ne? So, da ist er. Ich hab schon gesehen. Den grünen. Aber der rote ist der etwas schwierige Fall hier. Ist eine verkehrte Richtung. So, dann werden wir erstmal sehen, dass wir einen Schneidwerkswagen gekauft kriegen. Also das ist der erste. Und zwar ein... Wo haben wir sowas? Da. Da gibt es ja mehrere Typen. Und Glas gibt es auch. Aber Glas haben wir nicht. Wir haben jetzt einen. Ja. 12.000. 12 mehr 30 Trailer. Das ist jetzt. Wir haben ja. Das ist schon das. Unser Schneidwerk ist ja auf. Genau genommen. Meter. Und wenn wir noch mal das Geld irgendwann haben, wenn wir noch ein Glas kaufen könnten, ne? 10-Trailer, was ist das überhaupt? Mit dem Mod weiß ich nicht genau, ob das funktioniert. Der ist für 12,75, das würde passen. Weil... Müsste auch ranpassen am Drescher normalerweise, aber wir müssen ja so extra fahren, ne? So. Das heißt, das ist da. Dann müssen wir den immer hinten anhängen. Und dann müssen wir sehen, wenn den Drescher das andere Ding rankriegen, ne? So. Aber wir haben jetzt ein kleines Problemchen, weil... Schneidwerk hat der Händler so ungünstig hingelegt, dass wir gar nicht einen guten da rankommen. Da haben wir so ein bisschen schieben und schubsen, sag ich mal so ganz vorsichtig. So, hier haben wir einen Platz. Bitte reicht. So ein Sauwetter hier, habe ich keine Jacke dabei. Der andere Roller, das rote, das grüne ist nicht das Problem. Das grüne, das ist. Wir sehen, dass wir da hinkommen, ne? Aufladen können. Das ist das ganze Problem. Wir sehen, dass wir ein bisschen geschoben kriegen. Ich hätte erst wegfahren müssen und dann hätte ich. Das ist nämlich für die Sonnenblume gedacht, was ich anbauen will. Und Sonnenblume ist ja raus ja ein spezielles Schneidwerk. Man kann zwar auch einen nehmen für Mais, aber da ist es die Arbeitsgeschwindigkeit niedriger. Und das macht sich ja besser, wenn. Also ist ja wirtschaftlicher, wenn wir mit 15 km/h fahren können. Statt mit nur 12 oder 10 oder so. Das geht leider nicht zum Einklappen, ne? Das ist das ganze Problem. Sonst wäre es kein Problem. Dann wären wir so genommen und hinten rüber gefahren. Und so ist das für die Straße etwas zu breit, ne? Mein gut, die meisten Straßen wird es gehen, aber Autos kommen ja auch keine. Aber das dicke Aber kommt ja dann, wenn links und rechts ein bisschen Böschung ist oder mal ein Baum und schon wird schwierig, ne? Das ist jetzt zwar von Glas zum Teil, aber ich sag mal so, das ist im Grunde egal. Das soll 12 Meter fassen können, ne? Also das Ding hat 12, oder? Ja, so sieht's mal schon mal nicht schlecht aus.
Und von da kann ich es besser sehen, ne? Wenn ich es jetzt fahren lasse mit da finde ich gut aus, ne? Klebt fest, ne? Müsste jetzt besser liegen, ne? Das ist komisch, aber es. Das gefällt mir gar nicht, du. Das hängt ja auch halb in der Luft, ne? Oder es ist anders gedacht, dass es vielleicht darauf liegen soll, auf diese schwarzen Teile. So kann man hier ein bisschen bücken. Könnte sein, ne? So. Dann probier mal aus, nochmal neu. So. Da hat er so eine Halterung, also da. Also, es sieht nicht wirklich gut aus, ne? Ah, es gibt ja Schnee. Ja, sieht das. Ja, anscheinend nicht so optimal. Aber mal, probieren wir aus. Vielleicht hält er nicht. Schauen wir mal, wie ich gut vom Kind komme. Nicht zu schnell fahren, ne? Vorne liegt er da auf. Aber hinten Luft. Weiß auch nicht, wo man in Luft hängt, ne? Keine Ahnung. So. Jetzt haben wir schon 3:45 im Spiel. Real ist halt schon 7:45. 7:50. Macht nichts, ne? Möge hat nicht gut lange halten, ne? Wenn ich noch zu voll habe, ist verkauft. Und Sonnenblumen wollte ich machen, das haben wir ja schon. Wegen der Fruchtfolge, wenn wir das machen, was wir können. Dann bin ich nächstes Jahr wieder. Getreide anbauen können, ne? Zum Beispiel. Maximale Erträge erzielen können. Da wäre es ja blöd, wenn wir jetzt nur eine Sorte machen. Wäre auch langweilig, denke ich mal. Ja, Schneeflöckchen, Weißröckchen, ne? Heute bist du da. Matschwetter. Das wird lange dauern, bis er wegtaut. Das heißt, nichts Gutes im Frühling. Aber gut. So ist auch mit Wetter, ne? Auch bald ist soweit, dann kommt der Frühling. Dann wird es ja warm und dann ist der Schnee weg. Und dann können wir ja die ersten. Erste Mal Gras mähen, ne? Haben wir nur einen bis jetzt. Aber nur einen. Aber immerhin. Jo, ich bin da. Es wird langsam dunkel. Oh, wieder Regen. Oh. Wie das so hingekriegt haben, war richtig schön. Mal Schnee, mal Regen, mal Schneeregen.
Jetzt gießt es gerade wieder. Haben wir nicht irgendwo einen Bach noch, wo wir Hochwasser kriegen könnten? Das wäre die Krönung. Hochwasser in Thüringen. Der Bach über den Ufer getreten. Die Ladung liegt noch. Das ist gar nicht gut. Und dann wieder Schnee aufgeladen. Ah. Ja, jetzt soll man das liegen. Das ist die Ärger mit dem Scheiß, ne? Mit Ballen wärst du rangefahren. Autoload, zack, zack, zack. Ein paar Ballen genommen. Fertig. Gut, mit dem Radlader wäre noch blöder gewesen. Dann hätten wir zusammen. Also. Das ist richtig viel, viel fahren müssen. Ne? Aber gut. Da hat noch ein Gewicht. Aufstehen, aufstehen. Da fahren wir jetzt nicht runter, letzten Meter. So, angekommen sind wir auch. Ganz gut sogar, ne? So, das wär's für heute, ne? So, Lüscher. Das soll's für heute gewesen sein. Ich sag mal, schönen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen für hin und wieder mal einen Kommentar. Genauso wie ein kleines Leichchen. Und wenn nicht, ist auch nicht gut. Ist auch gut. Dann sage ich mal tschüss und ciao, ciao. Und vielleicht sehen wir uns dann zur nächsten Folge. Bis morgen wieder. Tschüss.